Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und heute spielen wir die Runde Fallout Shelter. Eine weitere Runde weiter. So. Im letzten Video haben wir die Personen alle geschwängert, wie im vorletzten Video auch. So, wir werden natürlich wieder von Zombies angegriffen. Das ist natürlich ein Problem, weil wir viele schwangere Frauen haben, die halt nichts drauf haben, weil die Angst haben. Aber ist ja auch verständlich. Bei so einem Zombie-Angriff haben Frauen immer Angst. Fast immer. Nun ja. So, dann haben wir hier auf jeden Fall drei Kandidaten drinne. Okay, die sind ziemlich verseucht hier von diesen ganzen Zombies. Okay, gleich haben wir alle Zombies. Komm. Ja, so ist gut. So, das Virus breitet sich aus. Das ist natürlich nicht so das Coolste. So, bei euch aus. Ihr seid wieder. Oder Kind ist sogar hier mit dem Virus befallen. Natürlich nicht so schön. Jetzt haben wir keine Medikamente mehr. Nicht ein Problem. So. Er sollte gleich wieder fertig sein, die nächste Medizin. Weil hier unten auch, die sind auch schon mit dem Virus befallen. Der Virus ist hier das Problem. Gut. Was wir jetzt bauen können noch, ist halt einmal dieses Gebäude hier noch. Dann haben wir drei Stück. So. Am besten wir stecken hier zwei Männer rein, falls so diese Teile wieder kommen, ne? Natürlich ein Problem. So, jetzt sind alle Frauen gut bestückt. Genau. So. Hier kann noch einer mit rein. Ah, da passen mehr rein. Ne, die werden ausgetauscht. Ne, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So, dann geht die auf jeden Fall da hinten rein, also hier unten rein. So, dann haben wir noch zwei Personen übrig. Eine kann auf jeden Fall, ne, kann sie nicht, weil ich die andere nicht gesehen hatte. Und da kann sie noch mit rein. Ja, dann wird der ausgetauscht. Eieiei. Bin echt, Problem hier. 6. Hier. Hier können sie noch mit rein. Und sie kann auch noch mit hier rein. So, dann sollten jetzt alle einen Job haben. Also Strom auf jeden Fall haben wir extrem viel. Wasser ist nur das Problem. Schon wieder. So. Er hier trainiert noch fleißig.
Er könnte quasi auch arbeiten gehen. Okay, die Heilung und die Spritzen sind jetzt da. Schnell verarbeiten hier. So, du bist geheilt, du bist krank, du bist geheilt. So weiter und so fort. Nicht, dass sie alle krepieren. Das wollen wir ja nicht. Weil wir haben ziemlich viele kranke Personen hier. Müssen wir gleich alles irgendwie regeln. So, jetzt haben wir nicht mehr genug Geld, um hier anzubauen. Glaube ich zumindest. Genau, wir brauchen 1500 Kronkorken und die haben wir im Moment nicht. Müssen wir ein bisschen warten oder auf die Jagd gehen, aber auf die Jagd gehen wir jetzt nicht. So. Warum ziehe ich eigentlich immer Leute ab? Nicht gut, nicht gut. Ich ziehe am Rand am besten. So, wir wollten den Obersten hier mal auswechseln. Der hat Stärke fast voll. Vielleicht kostet das ja nicht mehr so viel. Sagen wir mal, so, wir beschleunigen das Ganze mal. So, er ist bereit. So, noch einmal trainieren. 9 und wir haben 6. Ja, das ist ja natürlich richtig scheiße. Auf gut Deutsch gesagt. So, der Dieb ist schon wieder unterwegs. Oder der Spion, wie auch immer. Vielleicht finden wir ihn, vielleicht auch nicht. Ich denke mal nicht. Doch, da. 420 Kronkorken, vielen Dank dafür. Das hilft natürlich mega. So, wir haben auf jeden Fall eine Kiste bekommen, die öffnen wir jetzt mal. Vielleicht haben wir Glück. Ein Küchenmesser brauchen wir eigentlich nicht. Kronkorken, 100 Stück und Schrott. Und ja. Und natürlich einen neuen Bewohner. Nice. Geil. Der ist auf jeden Fall gut. Dann haben wir auf jeden Fall ein Plus. Was hatte er nochmal? Stärke hat er ja gut, ne? Joa, den komm mal hier mit. Genau, jetzt wird der ausgetauscht. Das ist natürlich auch nicht so schön. Dann kommst du erstmal hier oben rein. Ah ne, du kommst da gar nicht rein, sondern du kannst auch trainieren gehen eigentlich. Oh, was ist das? Was sind das für Kreaturen? Holy moly! Das ist natürlich ein Problem. Die haben wir noch nie gesehen. Die sehen komisch aus. Sehen aus wie Dinosaurier. Irgendwie so welche Teile da. Ich glaube, das gibt einen richtigen Schaden. Ich hoffe, keiner stirbt hier. Ey, das ist so zum. Ich glaube, die halten schon mehr aus als die anderen alle. Ich frage mich nur, was sind das für Wesen? Und die müssen doch irgendwann tot sein. Okay, die bleiben irgendwie nur oben. Verstehe ich jetzt nicht so. Vielleicht töten, müssen sie so halt die töten alle irgendwie. Scheiße.
Es gibt nur Verletzte, keine Tote. Wo ist mein Typ mit dem Raketenwerfer? Oh Mann. Der ist hier gleich down. Ich habe keine Medizin, nichts. Der ist down. Scheiße. Natürlich problematisch hier. Ey, die gehen nicht tot, die Teile. Doch eins ist tot jetzt. Jetzt erst. Also wir müssen unbedingt was tun, damit die stärker ausgerüstet sind. Also er hier ist zum Beispiel gar nicht ausgerüstet. Das war auch ein Fehler meinerseits. Oh, die werden auch nicht lange überleben. Und schießt alle drauf hier. Scheiße. Oh, noch eins ist wieder tot. Und einer von meinen Leuten, ne, zwei. Oh, das wird teuer. So, jetzt muss er aber sterben hier. Der Dämon. Kommt schon. Ja, endlich. Das war natürlich wieder, ja. Bisschen Verluste gehabt, also viele Verluste gehabt, aber wir können sie natürlich wiederbeleben, somit sind das nicht so wirkliche Verluste, aber wir müssen auf jeden Fall oben halt die Leute ausrüsten, also krasser ausrüsten, aber wir hatten natürlich auch hier drei schwangere Frauen oben drinne und die haben halt nicht mitgeschossen, weil sie ja schwanger sind und Angst haben und so, deswegen wird das beim nächsten Angriff, falls wir dann die 100 Einwohner erreichen, also 84 haben wir jetzt. Oh, wird schon gut gehen alles. Vielleicht tausche ich den mit jemanden anderen aus. Sollte auf jeden Fall eine Frau gehen. Ja, die, ich glaube, die geht auch. Und er sollte eigentlich wieder runtergehen. So. Was macht der Typ hier eigentlich die ganze Zeit? Das ist fraglich natürlich. Er sollte möglichst auch arbeiten gehen und nicht hier rumeiern. Hallo? Merkst du noch was? Sollte es eigentlich da mit reingehen? So, die Wasserversorgung ist scheiße. Wie viel macht machen wir in, zwei Minuten? Okay. 35 Wasser. Nahrung ist auch jetzt irgendwie am Ende. Und hier haben wir den Dieb nochmal erfasst. Ja, natürlich alles ein bisschen kompliziert jetzt. So, mehr oder weniger müssen wir jetzt abwarten, weil wir nicht genug Geld haben für ein neues Gebäude. Und hier können wir auch nichts machen.
Ja, wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.